Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Promi-Geflüster. Jetzt haben wir schon wiederum Februar 2021. Kinder, wie die Zeit vergeht. Und Winter ist es nach wie vor. Und dieses Jahr hat es eigentlich ganz guten Schnee hingehauen. Und natürlich geht es heute mal wieder volkstümlich zur Sache. Ein Mitglied dieser dreiköpfigen Band, Trio, wie auch immer, aus der Steiermark. Ihn habt ihr ja schon kennengelernt. Vor Weihnachten war er noch in einem Talk zusammen mit den Edelseern. So wie du gesagt hast, keine Zeit, nicht wirklich. Deswegen habt ihr mal den Reinhard noch reingenommen als euer Fanclubleiter, gell? Servus, Hadi, hallo. Ja, die Steirer-Kanonen. Endlich hat es funktioniert. Und ihr habt ja Silvester eigentlich einen ganz tollen Jahreswechsel vorgenommen. Es war eine richtig tolle musikalische Stimmungskanone, kann man sagen, oder? Ja, lieber Frank, natürlich, ich sage gleich mal als erstes Dankeschön für die Einladung. Es freut uns, der Brownie lässt sich natürlich herzlich entschuldigen, dass er kurzfristig ausgefallen ist, aber wir haben ja einen Top-Maus-Ersatz. Musikalisch zwar vielleicht nicht so, aber als Mensch, Wahnsinnskerl, unser Reinhard. Und ja, wie du sagst, Silvester war für uns etwas ganz Besonderes. Es war ja diese schwierige Ausnahmesituation, was nach wie vor aufrecht ist. Und wir drei Buben, der Fips, der Brownie und ich, haben uns nachher gedacht, machen wir gemeinsam mit unseren Partnern eine richtig coole Kanonen-Silvester-Party. Viele tolle Künstler waren mit, die Edelseher, Marlena Martinelli, die Parkerbum und. Also das hat schon richtig gut gekracht und das hat auch richtig viel Freude gemacht. Mhm. Dann seid ihr also somit gut ins neue Jahr gestartet, wenn man so schön sagt. Ja. Richtig, ja. Wunderbar. Ja, die Steirer-Kanonen, so lange gibt es euch, glaube ich, noch gar nicht mal, oder? Noch recht junge Truppe. Was kann man sagen über die Bandgeschichte? Vielleicht der Philipp. Junge Truppe. Vielleicht der Philipp mal. Ja, also ich bin jetzt eigentlich seit genau, kannst du sagen, ein bisschen mehr als 2 Jahre dabei. Mhm. Also game tut die Gruppe Steirer Kanonen seit September 2017. Steirer Kanonen, da ist der Philipp jetzt 2 Jahre dabei, genau. Und ansonsten, wie ging's los? Ich glaube, als Vorbilder habt ihr auch ein bisschen so die Edelseher schon, oder? Ja, also für mich waren es als ich ganz klar war, für mich waren immer die Sturmkagel und die Edelseher eigentlich die größten Vorbilder und ich tue jetzt selber Harmonika spielen schon seit über 15 Jahren und mir taugt bis heute nicht mehr nach wie vor Vollgas. Prima, prima. Und Michael, wie ist es bei dir? Ja, so wie du Frank gesagt hast, natürlich ist das ein Wahnsinn. Also wenn man so zurückdenkt, vor viele, viele Jahre, wo wir mit der volkstümlichen Musik das erste Mal angefangen haben, war das schon ein Wahnsinn. Die Edelseher damals mit dem Fuhrmannslied Madonna Mia und. Und auch die Stornes Top-Gruppen und viele mehr natürlich bei uns in der Steiermark. Aber so wie du sagst, und das hat für mich immer so ein bisschen Sympathie war dort. Und wir haben es ja damals bei dem Interview gemerkt, einfach die Bodenständigkeit, die Leidenschaft und das Miteinander. Gell? Und das gibt es bei vielen Gruppen, fällt mir das oft. Und deshalb, glaube ich, waren die genau immer unsere Vorbilder, dass wir sagen, wir wollen eigentlich auch eine Gaudi haben. Wir wollen eigentlich auch mit unseren Fans privat auf ein Bier gehen können. Oder mit, so wie unser Reini, der was eigentlich ursprünglich ein Veranstalter war, der was uns auf gut Glück gebucht hat und gedacht hat, ja, probieren wir es einmal. Ich meine, viel mehr wie die Leute haben spielen, kennen sie ja eh nicht. Und mittlerweile gehen wir daheim zu ihm hin und es gibt einen riesen Eierspeis und in seinen Worten ist fast der Hoffest, weil die Nachbarn alle kommen. Und das war, glaube ich, genau deshalb haben wir damals immer solche Vorbilder oder nach wie vor diese Vorbilder gehabt. Und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, dass wir genau das fabrizieren oder auch in diese Richtung kommen, dass die Leute gern mit uns unterwegs sind und auch die Veranstalter mit uns immer mehr Freundschaft aufbauen, wie einfach das Geschäftliche zu sehen. Ja, genau, richtig. Jetzt ist es ja natürlich so, gerade im Volkstümerbereich ist es ja in den Medien leider Gottes nicht mehr ganz so gut gestellt. Dennoch, denke ich mal, ist aber draußen der Wunsch beim Publikum doch immer noch da, oder? Wie seht ihr die Sache? Reinhard, Genau. Naja, wenn es nach mir geht, also der Wunsch nach Musik, nach Freunden, nach Volksmusik im Speziellen ist glaube ich, ungebrochen. Da hat auch das Coronavirus nicht die Macht, das abzustellen.
Wie gesagt, ich denke, auch in unserem Umfeld Niederösterreich ist jetzt doch nicht so gesegnet mit guten Volksmusikanten. Mhm. Das ist eher dann Steiermark und dann weiter westlich. Also ich glaube, dass das schon die letzten Jahre mit Lederhosen, Dirndl, Wiesn schon einen neuen Hype bekommen hat und der jetzt am Höhepunkt war, ein bisschen abflacht, aber trotzdem gut anhält. Ja. Also die Steirerkronen sind die besten Botschafter für Volksmusik und Edelseer zum Beispiel, damit das weiterlebt und gut angenommen wird. Mhm. Niederösterreich, wenn du sagst, ich glaube, da ist auch noch die Woodstock der Blasmusik zu Hause, gell? Auch, ja. Ja. Also da sieht man ja auch den Trend, dass wirklich hier die Musik noch wirklich Hochkonjunktur hat, gerade auch die Blasmusik vor allen Dingen. Ne? Ja, Niederösterreich ist Woodstock der Blasmusik zu Hause, aber die Musikanten kommen größtenteils aus allen Bundesländern oder sogar grenzüberschreitend. Weltweit sogar, ich glaube, aus Australien waren auch schon mal welche da. Ja, ja, Wahnsinn. Okay, aber jetzt kommen wir mal nochmal zu den Steirer Kanonen, deswegen sind wir heute hier. Gerade in eurer jungen Bandgeschichte, was habt ihr denn so an Titeln drauf und auch Produktionen? Was gibt es da anzubieten den Fans? Michael? Ja, im Grunde bemühen wir uns natürlich einerseits, die volkstümliche Musik weiterleben zu lassen. Andererseits muss man natürlich auch mit der Zeit gehen, sonst geht man mit der Zeit, das wissen wir ja auch alle miteinander. Trotzdem ist es uns ganz wichtig und ich glaube, da wird mir der Philipp recht geben, dass wir immer gesagt haben, wir wollen uns nicht verbiegen lassen. Natürlich haben wir immer wieder Angebote gehabt, probiert das, tut das, tut das. Der Titel mit dieser Marie, was der Sommerhit war, was wir als die Steirer Kanonen als erstes gecovert haben und dann ausgebracht haben, war schon wieder eine ganz andere Richtung, indem wir immer gesagt haben, wir wollen zwar mal was probieren, es ist lustig, es ist eine Gaude, es hat uns irrsinnig viel Spaß gemacht, also mit unserem Produzenten, mit Ried David aus Oberösterreich, mit Ried Sound, wo ich mich natürlich auch recht herzlich für die Zusammenarbeit bedanken möchte. Übrigens, der hat den Titel Madonna Mia zum Beispiel aufgenommen für die Edelseer, was für uns natürlich eine riesen Ehre war, für uns drei Buben. Und wir probieren immer wieder, wir haben in meinem kleinen Garten Eden, heißt unser erstes Album, da haben wir ein bisschen Schlager drauf, ein bisschen was Flottes, ein bisschen was Steirisches. Wir tasten uns durch, aber natürlich schauen wir, dass wir wirklich für jede Gruppe ein bisschen was dabei haben. Gell? Und das ist, glaube ich, das, was uns so auszeichnet. Gell? Wir lassen uns jetzt nicht wirklich verbiegen, weil irgendeiner meint, ja, das ist jetzt die Zeit oder das ist jetzt in und 100 Leute singen das nach, das sind wir nicht und das wollen wir auch gar nicht sein. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn es dann wirklich dann nachher bodenständig rüberkommt und auch authentisch rüberkommt. Das kommt natürlich draußen bei den Fans an. Und ich sage immer wieder, auch so eine volkstümliche Gruppe, so wie ihr jetzt seid, Trio, die können mal schnell ihre Instrumente schnappen und auch mal ohne Anlage für tolle Stimmung sorgen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wenn es nicht verstaubt sind. Ich lese gerade auf eurer Homepage, da steht irgendwie noch was drin im Pressetext. Über die Grenzen von Österreich bekannt wurden die Steirer Kanonen als Gewinner des Grand Prix der Volksmusik. Wie ist das jetzt zu verstehen? Den gibt es ja seit 2010 gar nicht mehr. Es ist so, lieber Frank, dass der Grand Prix der Volksmusik, das ist richtig, so wie du sagst, den ursprünglichen Grand Prix der Volksmusik, was ja auf ORF-Sender übertragen worden ist, so nicht mehr gibt in dieser Ausstrahlungsvariante, sage ich einmal. Es gibt aber jedoch trotzdem den Grand Prix der Volksmusik und Schlagerdiamant 2019 heißt er. Mhm. Und da ist ein ganz ein guter Veranstalter und mittlerweile auch ein ganz guter Freund von uns persönlich geworden, von uns drei Buben, der was wirklich viel Herzblut investiert in das Projekt. Es sind auch immer wieder ganz tolle Künstler dabei. Wir haben da wirklich, es ist wirklich eine große Ehre für uns gewesen, diesen Sieg mitnehmen zu dürfen. Wir haben den Top of the Mountains Award gewinnen dürfen und das erste Mal in der volkstümlichen Branche überhaupt in die Steiermark holen dürfen und das als junge Buben. Ich muss schon sagen, das sind Sachen, abgesehen vom Album, vom Kanonenfest, vom Wandertag, vom Fanclub, das sind alles so Ehrungen, was schon sehr hohen Stellenwert für uns haben und deshalb haben wir es auch immer wieder sehr präsent im Internet und überall drinnen, weil wir einfach sagen, das sind Sachen, die kann uns keiner nehmen
Und ein Wettbewerb spielen, ich glaube, das haben wir uns alle einig, ist nie einfach, nie so lustig wie ein Zeltfestl, aber wir sind schon sehr stolz drauf. Ja. Wie ist es denn? Was macht denn jetzt ein Fanclub besonders wieder aus? Was sind so die Aktivitäten? Die Aktivitäten, ja, wie gesagt, wir sind ein ganz neuer Fanclub, eine neue Fanclub-Sparte und wir waren letztes Jahr in der Steiermark auf dem Fantag der Steirer Kanone, der aber heuer, so Corona will, in Niederösterreich in Hofen-Leitterbirge stattfindet. Ich weiß nicht, ob ich schon etwas über das Programm erzählen soll oder darf. Ein bisschen mal heiß machen kann man schon, muss man ja nicht alles verraten, aber so ein, zwei Highlights. Okay. Es wird so sein, dass der Michi eine steirische Abordnung organisiert, die um ca. 8 Uhr von St. Radegund wegfahren wird. Im Hof eintreffen wird, da gibt es dann, wir haben natürlich auch ein Gebirge bei uns im Flachland, klar, da werden wir kurz die Sehenswürdigkeiten von Hof ein bisschen unsicher machen. Dann gibt es eine kleine Shoppingtour. Dann werden wir bei einer ansässigen Baufirma das Baggerfahren lernen, vielleicht mit dem Lastwagen ein bisschen den Kran bedienen. Und am Abend wird es dann, sofern alle noch fit sind, vom Tag ein Abschlusskonzert geben. Wobei da spielt, wie heißt der, Marc Bircher fängt an und dann der Haupteck, die Steirer Kanonen, klarerweise. Ja. Ja, wunderbare Sache, genau. Und das, also soll 2021 dann sein, wenn es gut geht. 7. August, Save the Date, 7. August 2021. Hoffen wir mal, dass das dann alles wieder so funktioniert und Corona es hoffentlich möglich macht, genau. Ja, neue Titel sind, seid ihr da auch dran? Ich meine, viele sind ja jetzt im Studio, viele der Musiker und haben die Zeit genutzt, um an Neuem zu arbeiten. Vielleicht der Philipp nochmal, hä? Ja, du, also wir schauen jetzt halt einmal, was wir machen können. Wir sind fest am Tüfteln, was für die Lieder, das wir machen. Also es rührt sich bei uns jetzt schon ein bisschen was. Ja. Sucht ihr die Titel dann selber aus oder wie kommt ihr da auf einen gemeinsamen Nenner? Wie läuft sowas immer ab? Ja, entweder, dass wir uns jetzt treffen, sagen, wir sitzen jetzt zusammen beim Proben und reden, hören uns das an und sagen, ja, der war gut und machen wir den oder machen wir den eher nicht. Oder sonst, wenn wir halt jetzt einmal schnell entscheiden müssen, dann machen wir es halt übers Handy. Das heißt, wir telefonieren und dann sagen wir, okay, das machen wir oder das machen wir nicht. Und wie seid ihr beteiligt bei den Titeln? Habt ihr da auch eure eigenen Ideen sozusagen oder kriegt ihr die Titel alle zugespielt von irgendwelchen Komponisten und Textern? Ja, ich glaube, der Philipp hat schon richtig gesagt, wir sind immer wieder am Tüfteln natürlich. Wir haben ganz, ganz tolle Texter und Komponisten, die was uns wirklich unterstützen, wo ich mich natürlich in dem Sinne auch recht herzlich bedanken möchte im Namen der Steirer Kanonen. Was ganz wichtig ist, und das möchte ich da noch einwerfen, wir haben, wer es nicht kennt oder nicht gehört hat, ja, diese Kanonen-Silvester-Party, lieber Frank, was du schon gesagt hast, heuer gehabt, diese kann man auf YouTube nachschauen, sie ist noch immer drinnen, gell? Und in dieser Sendung präsentieren wir so richtig stolz zwei neue Titel der Steirer Kanonen. Das ist aufgrund Corona leider alles ein bisschen untergegangen, weil wenn wir einen neuen Titel bringen, ist das meistens auch eigentlich so eine Kanonenbombe, ja, was explodiert. Und jetzt haben wir aber so, dass durch Corona alles ziemlich ruhig gegangen ist. Und wir haben da wirklich den Titel Steirer Sommer, Feiern Dammer, den was aus dem Feder von unserem Freund, du kennst ihn selber, von Daniel Düsenflitz kommt. Und wir haben noch einen super Titel gemacht, das ist Lass mich Danke sagen. Und den habe ich eigentlich in Kooperation mit einer wunderbaren Texterin, mit der Claudia und auch mit dem Rick David gemacht für meinen Vater, der was leider die eine oder andere Krankheit durchmachen muss zurzeit. Deshalb ist er heute nicht online, aber ich glaube, der Reinhard vertritt unseren Meiersepp-Fan, ob man von der Steiermark, sehr, sehr gut. Und natürlich in diesem Sinne will ich auch gute Besserung wünschen von uns alle. Und die zwei neuen Titel wird es die nächsten Tage, werden die bemustert bzw. online gehen. Da kann man sie auch dann downloaden. Aber wie gesagt, auf dieser Silvestershow ist schon mal ein Vorgeschmack. Und da sind wir richtig stolz und es wird noch einiges mehr kommen. Ja, hoffen wir mal vor allen Dingen, dass wieder Auftritte kommen. Genau. Wie sieht so euer Terminplan aus normalerweise, wenn er nicht Corona wäre? Wo seid ihr denn überall anzutreffen? Durch ganz Österreich oder auch schon mal im
europäischen Nachbarland, sage ich mal, Deutschland, Schweiz und so? Grundsätzlich ist es so, dass wir so, ich sage mal vorsichtig, zwischen 50 und 70 Mal im Jahr gespielt haben. Das ist eigentlich für eine junge Band, wie wir sind, die was eigentlich gesamt erst 3 Jahre in der Branche sind, als die Steirerkanonen sehr, sehr viel. Also das wünschen sich sehr viele Gruppen. Wir waren auch schon überall irgendwo benannt. Wir waren mit Nick B. unten, wenn ich denke an den Musifest in Umag. Wir waren in Deutschland raus, bin mal wieder sonntags bei euch zu Gast. Also wir sind schon sehr viel um und um gekommen. Natürlich österreichweit sowieso, da gibt es eigentlich kaum mehr was. Wir waren auf Musikkreuzfahrt auf Griechenland mit dabei. Und ja, es wäre richtig viel. Ich muss leider sagen, es ist für uns jetzt auch ganz eine harte Zeit. Es ist einerseits schön, dass man mit daheim sein darf, dass daheim was weitergeht, dass man die Familie ein bisschen mehr Zeit schenken darf. Andererseits muss ich sagen, wenn ich heute auf meinen Kalender schaue und ich sehe nur noch 10 Spielereien vor 70, dann tut mir natürlich das Herz irrsinnig weh. Und wir hoffen wirklich auf unseren Fan-Tag, dass wir den im August durchboxen können, weil das, glaube ich, schon wieder ein Zeichen wäre, wo wir unsere Freunde und unsere Kollegen von der Niederösterreich, von der Steiermark, wo alle herkommen, wieder persönlich grüßen dürfen. Und natürlich mit Marc Bircher ist es immer wieder Gaudi und der Hetz. Und ja, wir hoffen mal aufs Beste, dass es wieder bergauf geht. Wie sieht es denn aus nach Deutschland? Habt ihr da auch schon einige Fans oder kommen die erst noch? Grundsätzlich ist es so, ich muss da leider das Wort stellen. Ich hätte es jetzt gerne Philipp geben, aber nachdem ja die Fanzentrale da drüber läuft, weiß er das oft gar nicht so genau. Es ist so, dass wir sehr, sehr viel Fanpost nach Deutschland verschicken, wo ich eigentlich ich selber immer mehr wie positiv überrascht bin. Also wir kriegen da Anfragen über CD bis zu einem Plakat, bis zu Geburtstagswünsche, Grüße. Ja, also ich glaube, wir unterschätzen das sehr wohl, wie viele Freunde und Fans, dass wir mittlerweile in Deutschland auch haben. Natürlich, die Spielereien in Deutschland sind sehr schwierig, gerade in der volkstümlichen Branche. Ich habe ja auch Top-Künstler, Schlagersänger, wahnsinnig gute Sänger und Sängerinnen. Aber wir haben schon einen guten Stamm und wir sind zufrieden. Also das Feedback ist okay. Ja, nee, gerade in Deutschland, sage ich ja, mit der volkstümlichen Musik ist nicht mehr in den Medien nicht mehr so gut gestellt. Das muss man ganz klar sagen. Da geht es jetzt doch mehr in Richtung Schlager und ja, Genau, Deutschpop und genau. so Ist weiter. aber generell leider ein Problem, wissen wir auch. Und deshalb war der Grund, warum wir gesagt haben, wir machen diese Kanonen-Silvesterparty, weil einfach die volkstümliche Musik, so wie wir sie kennen, also die ursprüngliche volkstümliche Musik, ist ja eigentlich eh schon so gut wie weg. Da gibt es leider ganz wenig nur noch. Aber die volkstümliche Musik und volkstümliche Schlager, so wie es wir fabrizieren, es ist leider mit Karl Moik, Musikantenstadl und den ganzen Geschichten leider mehr oder weniger vorbei. Gell? Und es gibt natürlich, Schlager macht Spaß und das Ganze, das ist alles schön, ist super toll organisiert, aber natürlich für die volkstümliche Musik, so wie es wir fabrizieren, wird es sehr, sehr eng und auch in den Medien immer wieder schwieriger, Radio und Co., dass man dort was macht. Und genau deshalb ist es, glaube ich, so wichtig, dass man auf den Zug aufspringt, was wir machen, voller Stolz, dass man auf Live-Konzerte bauen, auf Fans bauen, auf einfach Freunde bauen, die was sagen, okay, wenn die Buben dort spielen, dann geh dorthin. Wie seid ihr musikalisch aufgestellt? Wer spielt welche Instrumente? Was gehört alles dazu? Fangen wir mal mit dem Philipp an. Ja, also ich bin einmal, also mein Hauptinstrument ist die Harmonika, dann tue ich eben nebenbei ein Keyboard spielen und ein Hintergrundgesang. Okay, Michael. Ja, ich spiele ja grundsätzlich nicht mehr so viel, bin ja eher der Showman und der Moderator. Ich habe ursprünglich die Steirische lernen dürfen damals. Ja, das war eigentlich ein Riesengeschenk von meiner Oma damals. Und habe dann nebenbei ein bisschen E-Bass gelernt und ein bisschen die Posaunen und darf hauptsächlich eigentlich E-Bass spielen, wenn es mir losen. Was der Philipp ist schon so flott unterwegs mit seinen Fingerler, dass ich selber kaum mehr spielen darf. Aber ja, man muss halt immer wieder das losen, was man gern macht, wenn es nichts hilft. Und ich glaube, der Reinhard spielt ein ganz ein besonderes Instrument, oder Reinhard? Ich spiel die erste Geige daheim, aber sonst nichts. Die erste Geige. Nee, und euer anderer Mann, der heute nicht da ist, was hat denn der für Instrumente dann? Ja, der Brownie spielt irrsinnig gut die Gitarre, Volksmusik-Gitarre. Und hat einen tollen Gesang, macht für die Oberstimme, macht bei uns auch
das E-Gitarre. Und vor allem, was er immer gemacht hat, krass, war die Technik. Also der Braun ist für uns die ganze Technik zuständig, für das Licht, dass die Techniker wissen, was sie zum Tun haben. Und der managt das im Hintergrund, der Wenkel. Und so hat jeder ein bisschen sein Bad und das passt gut. Also ja, sind recht flott unterwegs. Und natürlich ist es nicht immer einfach, weißt du, wie es ist, nebenbei mit dem Alltag. Aber wir schießen weiter scharf und es wird immer wieder bemüht und probiert, was Neues zu bringen, zu machen oder zumindest am Ball bleiben und weiterzuschauen. Also na, ist die Munition noch lange nicht stillgelegt sozusagen. Also es gibt immer noch was nachzulegen. Ich sage mal so, und da wird mir der Fips recht geben, wir haben es gerade vor einer halben Stunde irrsinnig lang telefoniert. Und es ist schon so, wenn ich jetzt zurückdenke, am 14. Juli 2018, glaube ich, war das, sind wir gebucht worden. Und die Geschichte muss ich da wirklich erzählen. Da viele denken, schau sie. Aber das war für mich so etwas Besonderes und ich muss echt sagen, das berührt mich heute noch. Wir haben damals eben diese Veranstaltungsanfrage bekommen von unserem Reinhard. Und der Reinhard hat mich damals angerufen und dann habe ich gesagt, ja, blöde Musik, was du ja ein bisschen spielen, das passt. Und ich weiß noch, das war das erste Zeltfest und der Zeltfest bei uns in der Steiermark ist ja eigentlich ziemlich klein meistens oder, sage ich mal, überschaubar. Und der Reinhard sagt halt, ja, kommt, soll Buben, wird schon hinhauen. Und ich werde das nie vergessen. Wir haben uns eigentlich gar nicht sympathisch gefunden. Das war irgendwie alles so, ich war der Musiker, er war der Veranstalter, die Buben auch so hinter mir. Und dann haben wir da gespielt und mittlerweile haben wir, bitte, Reini, ich sage, ob es richtig, ich glaube, dreimal bei euch gespielt oder viermal, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, dreimal war es. Viermal sicher. Mit dem Doppelauftritt am Oktoberfest. Genau. Also viermal haben wir mittlerweile draußen gespielt und wir haben auch bei seiner Frau bei Herzenssache, das ist wirklich eine tolle Firma, die was tolle Produkte hat, die Eröffnung spielen dürfen. Und wenn du dann in den Hof reingehst, so ganz gemütlich mit Flipflops und Sonnenbrillen und auf einmal stehen da ein Haufen Leute und freuen sich, dass du kommst und dann am nächsten Tag hat so ein richtiger Große, ich weiß gar nicht, ob die aufgepasst hat, warte, ich schau mal, so groß war die ungefähr, hat so einen Eierschweiß gegeben, dass uns was die Augen ausgedruckt hat. Und also ich sage immer, das ist meine persönliche Motivation. Gell? Also ich glaube, viel Geld der Welt kann das nicht bringen, was Leute bringen, die was da einfach zurückgeben, anhand solcher kleinen Aufmerksamkeit. Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn es wirklich das Ganze mit Liebe gemacht wird und mit Herzblut vor allen Dingen. Und dann kommt auch das Ganze wieder rüber vom Publikum. Ich glaube, deswegen machen wir es eigentlich auch. Also ich meinen Part, ihr euren Part und dann gibt es natürlich immer wieder so schöne Gespräche und ja, tolle Momente, wo man sich zusammentrifft. So soll es doch sein. Ja, was sind jetzt, wie gesagt, eure nächsten Ziele, wenn man es jetzt wirklich nochmal sieht? Gibt es nochmal eine neue Produktion für dieses Jahr? Was steht an? Philipp vielleicht. Ja, ich habe gesagt, Philipp, sagst du, weil ich glaube, Proben war das Erste. Ja, wir werden halt jetzt einmal schauen, was geht. Jetzt sind wir wieder Vollgas Proben und hoffen, dass es im Sommer wieder losgeht. Also ich bin froh, wenn ich mal endlich wieder daheim rauskomme, weil langsam halte ich es auch nicht mehr aus. Das geht, glaube ich, jedem und so. Ja. Und ja, werden wir schauen, vielleicht kommt heuer noch was, aber das werden wir wieder, so wie es bei uns ist, relativ kurzfristig und schnell machen. Ja. Und ansonsten kann man natürlich alles Wissenswerte erfahren auf der Homepage, sozialen Medien und so weiter. Wo seid ihr zu finden? Ja, zu finden sind wir grundsätzlich fast überall. Also ich bemühe mich, dass ich ja mittlerweile mit diesen Instagram und so ein bisschen zusammenkomme. Aber da ist der Fips Gott sei Dank recht gut drauf. Ja, Facebook und Co. Homepage ist klar. Aber, und jetzt möchte ich, vielleicht könnte man Reini kurz dazu schalten, der wird mir das bestätigen. Wir haben da eine wunderbare Fanclub, wie wir schon gehört haben, in Niederösterreich und auch bei uns in der Steiermark. Und da gibt es immer wieder so, die habe ich hergekriegt, so eine super Fankarten, gell? Und wenn man zu diesem Fanclub gehen möchte, dann kann man sich bei unserem Reini melden oder auch bei unserem Sepp über die Homepage oder telefonisch. Gell? Mhm. Und dann kriegt man immer wieder Updates. Man kriegt ein wenig Post, man kriegt Weihnachtsgrüße. Wir haben da zum Beispiel eine Abschlussreise geplant, die habe ich auch da ein wenig herkriegt, wo es noch immer wieder Informationen gibt. Genau.
und wo es auch Fanartikel gibt. Also wenn man bei deinem Club dabei sein muss, möchte, das ist schon recht cool und kriegst da wieder bei gewissen Veranstaltungen Ermäßigungen. Wir haben zum Beispiel jetzt hat die Nacht im Trocht im Oktober mit Nuder Wenders und viele, viele mehr, wo auch der Düsi wieder moderieren wird in Basel, auf das freuen wir uns irrsinnig. Und dort kriegst du auch mit dieser Fanclub-Karte wieder einen besseren ermäßigten Einpreis, auch bei unserem Fantag in Niederösterreich werden wir wieder was machen. Also ich glaube, wenn man die hat, ist man ziemlich sicher vorne dabei. Dann kann eigentlich nichts schief gehen, genau. Richtig. Dann kann also, nichts mehr schief gehen. Wie gesagt, Homepage, dann Facebook, Instagram, YouTube, da sieht man alles. Genau. Kann nichts schief gehen. Wenn der reine Zeit hat. Ja. Wenn der reine Zeit hat. Und auf den Fanclub kommt man, auf, zum Fanclub kommt man auf eurer Homepage auch, oder? Da gibt es auch einen Link dazu. Wir haben aufgrund Corona das auf noch nichts veröffentlicht. Ja? Okay. Also der Michi hat das verschickt. Wir wollten uns kurz vor dem Silvester Special zusammensetzen, zusammenreden. Mhm. Es ist sich bis jetzt noch nicht ausgegangen. Wir müssen die Details noch besprechen. Wie gesagt, es steht das Rahmenprogramm, aber ansonsten, und wenn es soweit ist, dann werden wir natürlich in die Werbeoffensive gehen und ausverkauft. Sehr schön, sehr schön. Gut. Dann sage ich mal schon wieder herzlichen Dank. Die Zeit vergast ja wie im Flug hier. Und sobald ihr wieder neue Sachen habt, egal in welcher Richtung, neue Meldungen, neue CD, neue Musik, neue Veranstaltungen, dann meldet euch. Dann machen wir wieder was Schönes. Und hoffentlich dann auch mal wieder live und sozusagen. Ne? Das wäre das Schönste. Ne? Nein, lieber Frank, ich möchte ganz kurz einhaken bei dir natürlich. Bitte gerne. Ich weiß ja, dass für dich ja nicht einfach ist jetzt da, also generell für die Medien, Berichterstattung. In diesem Sinne will ich wirklich sagen, danke, dass wir dabei sein dürfen und auch, dass das wirklich für die anderen Künstler alle machst. Ich glaube, das sind eine der wenigen Plattformen, wo man die Möglichkeit zurzeit hat, was zu machen. Und Promogeflüster ist ein Begriff, also schaltet fleißig ein. Und da, lieber Reinhard, an dir und an den Sepp vom Fanclub in diesem Sinne offiziell noch einmal Dankeschön fürs Helfen, für die Unterstützung, was ihr macht. Also ich glaube, man sieht in den vier Büdeln, da sind alles ehrliche Leute und der Frank ist alles ein Welthaberer. Das passt, jetzt kenne ich nämlich die Zeichen auch schon, die habe ich schon verraten gekriegt. Aber es freut uns echt und wir würden uns irrsinnig freuen, wenn man auch, wenn der Brauni wieder Zeit hat, wenn man zu dritt oder vielleicht sogar zu viert bei dir wieder dabei seid. Also es ist wirklich lustig und es freut uns und wir hoffen, dass dir weiterhin gut geht, für Gesundheit natürlich auch, gell, dass das keinen erwischt, das ist nicht schön, das soll nicht so sein. Ich sage herzlichen Dank und wie gesagt, jederzeit willkommen. Gar keine Frage. Ebenso, wir grüßen dich aus der Steiermark, lieber Frank. Grüße in die Steiermark. Macht's gut. Grüße. Bis bald. Alles Gute. Genau.